So, ja, da bin ich wieder. Lang nicht gesehen und doch wiedererkannt. Ich habe gedacht, dann spielen wir True Fear Forsaken Souls, den ersten Teil. Und das ist ein schon etwas älteres Spiel von 2016. Und ja, hallo. Ja, es ist ein Horrorwimmelbild. Und ich bin mal gespannt. Also ich denke mal, von der Story her ist das ein bisschen besser als das vorige Spiel, würde ich jetzt behaupten. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Lautstärke ist. Da wäre das vielleicht ganz cool, wenn da jemand mal was sagen könnte. Bin ich immer noch zu leise? Ist das Spiel zu leise? Ja, ich warte da mal kurz ab, ob ich da ein Feedback kriege. Und dann bin ich mal gespannt, weil ich bin wirklich, ja, die absolut größte Schisserin. Das Spiel hörst du gerade gar nicht. Okay, das ist komisch. Also ich gehe mal in die Einstellung. Also ich habe Musik. Und der Desktop schlägt hier auch aus. Wie sieht das jetzt aus? Ist es jetzt besser? Ich höre auch was. Denke, es ist besser. Und von dem Verstehen her ist auch gut. Oder nicht so. Okay. Jetzt sagte ich, ich muss das mit Controller spielen. Ich brech ab hier vom Glauben. Ich möchte einfach nur spielen. Du kannst mich schreien hören. Bin ich jetzt zu laut? Okay, warte. Ich höre ja auf die Leute im Chat. So. Ist es jetzt besser? Oder immer noch nicht gut? Okay, Ton passt jetzt also. Gut, ich guck mal, ob ich das auch ohne Controller spielen kann. Wäre natürlich sehr schön. Ja, ich starte einfach mal. Mal gucken. Normaltipp und lösen laden langsam auf. Nicht alle wichtigen Bereiche werden durch einen Hinweis glitzernd markiert. Okay, ja, natürlich, ich spiele auf normal. Dark Falls, Freitag, 22. Juni 1984. Patienten verschwinden auf mysteriöse Weise in der Dark Falls Heilanstalt. Dr. Kane versichert, wie soll ich so schnell lesen? Dark Falls Heilanstalt Security.
Okay, bevor ich jetzt weiter durchlese, Kümmer, es tut mir leid, hab das mit dem Schreien gesagt. Ja, ich mach gleich die Tür auf, stress mich nicht. Weil es doch horrormäßig ist, deine Stimme war vorher besser. Okay, also soll ich mich jetzt wieder lauter oder leiser machen? Wir haben hier gerade ein paar Tonprobleme, ich merke das schon hier. Ja, geht sofort los, bleib mal entspannt in der Unterbüchs. Lauter. Alles klar, dann mache ich mich kurz lauter, das ist ja nicht das Problem. So. So. Ist das jetzt so in Ordnung oder noch anders? Jetzt ist super, sehr schön. Okay. Möchtest du eine interaktive Ausbildung absolvieren? Andernfalls werden nur grundlegende Empfehlungen angezeigt. Vorab erstmal natürlich bin ich wieder da. Und ja, also grundsätzlich ist es nicht das erste Mal, dass ich ein Wimmelbild gespielt habe. Also nein, brauchen wir nicht. So. Ich versuche jetzt. Es ist viel zu dunkel. Okay, dann machen wir doch das Licht an. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass ich das jetzt wirklich nur mit Controller spielen kann. Ja. Ich gucke erst mal. Seltsam, dass ich nicht vom Sturm wach geworden bin. Ja, hast du halt tief und fest geschlafen. Aber wir gehen mal an die Tür. Okay, kurz die Zeit genutzt, um was zu trinken. Also ich bin ganz ehrlich, ich sehe schon. Und ja, das auf jeden Fall verschlossen halten. Und ich gucke erstmal, wer das ist. Ein Brief zu solch später Stunde. Ja, das frage ich mich halt auch. Warum? Ja, stress man nicht so. Der stresst voll. Okay. Hier ist ein Einschreibebrief für Sie. Bitte unterschreiben Sie hier. Ja, okay. Bitte. Kleine Schwester, es tut mir so leid, dass ich untergetaucht bin und mich nicht bei dir gemeldet habe. Es war für deine eigene Sicherheit. Leider ist jetzt die Zeit gekommen, an der ich dir die Wahrheit sagen muss. Über mich, unsere Mutter und vor allen Dingen über dich. Anbei befindet sich eine Adresse. Bitte mach dich so schnell wie möglich auf den Weg. Ich vermisse dich so sehr. Es tut mir so leid. Bitte habe Verständnis dafür. Deine Schwester Heather. Okay, urplötzlich meldet sich unsere Schwester. Sister. I didn't hear from her for almost 10 years. We were very close with my sister. And then shortly after our mother's death, she just disappeared. It was almost 10 years ago. And I have never heard from her again. What could have happened to her? Hier, na super, ey. Oh Gott, okay. Wir gucken uns erstmal hier die Kisten an. Leer. Leer. Besonders, wer soll hier leben? Oh, okay, alles klar. Eine Brechstange. Ist immer gut. Okay. Der Name meiner Schwester. Habe ich sie nach all den Jahren endlich gefunden? Okay. Das ist ein Hinweis. Das ist die Geschichte. Das lasse ich jetzt erstmal so. Wer das gerne lesen möchte, kann das gerne lesen. Der muss dann einfach schnell lesen können oder sich das nachträglich reinziehen und dann auf Pause drücken.
Ach so, okay, das wäre dann der Hint. Wie komme ich jetzt hier weg? Zurück? Wäre ganz nice. Wie komme ich aus dem Bildschirm? Danke. Ein Briefkasten. Oh nein. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Einige Teile scheinen zu fehlen. Okay, da haben wir wieder die Aussparung. Aber wir haben ja das Brecheisen und machen jetzt mal hier ein bisschen die Tür auf. Ich muss jedes einzelne Brett natürlich abmachen. Das ist sehr wichtig. Also, ne? Dafür gibt es auch wieder 5 Euro für den Animateur, der das gemacht hat hier. Nimm die 7 Mosaikfragmente. Okay. Das kriegen wir doch glatt hin, würde ich behaupten. Okay, das könnte nützlich sein. Sehr schön. Ich würde behaupten, das brauchen wir für den Briefkasten. Und jetzt dürfen wir puzzeln. Yeah, ich bin begeistert. Oh, war das jetzt schon richtig? Kann ich die irgendwie drehen? Nee, drehen kann ich sie nicht. Okay. Das muss ich ja nun mal wissen. Wenigstens wird es mir angezeigt, wenn es richtig ist. Das ist schon mal sehr nett von dem Spiel. Wo ist die Taube? Ich brauche den Rest von der Taube. Kann ich die wirklich nicht drehen, die Teile? Ich mache auch ein bisschen Try and Error. Damit fährt man eigentlich ganz gut. Das außerhalb ist echt ein bisschen fummelig. Auch dann passt das? Nein, das passt nicht. Das passt hier hin. Das ist ein Ding. Hä? Bin gerade verwirrt. Das hier hin? Kann ich die wirklich nicht drehen, die Teile? Okay, ich brauche sie nicht drehen. Ich habe einfach nur lange Leitung. Das ist auch gut. Wo ist denn das andere? Da. Okay, sehr schön. Ja, natürlich, klar. Der Postbote war hier trotzdem noch fleißig. So, sehr geehrte Frau Stonehouse, wir haben Ihre Aufgabe bezüglich der Patientin Dahlia S. erhalten. Gerne möchten wir Sie hiermit zu einem persönlichen Gespräch einladen und all Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie nicht in naher Zukunft zu einem Gespräch erscheinen werden, wir Ihnen bald einen Hausbesuch erstatten. Mit freundlichen Grüßen. Keine Ahnung, wie der heißt. Schieß mich hausentot. Ein Brief von einem Krankenhaus. Es hat einen seltsamen Namen. Dark Falls Heilanstalt. Das sieht nicht wie ein offizieller Brief aus. Und wer ist Dahlia S.? Das ist die Frage aller Fragen. Besonders, ich habe schon ein bisschen Angst, wenn mir urplötzlich irgendwas entgegengeflogen kommt. Muss ich ja jetzt ehrlich gesagt schon sagen. Aber wir gehen mal rein, ne? Ja, nee. Ja. ja, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Natürlich, eine Puppe darf nicht fehlen in so einem Spiel. Das ist natürlich klar. Was ist das? Eine Hinweispuppe oder wie oder was? Warum ist hier eine brennende Kerze? Vielleicht für mich?
Das fragst du dich, Mädel, warum da eine Kerze ist? Ich würde mich ja eher fragen, wer das eben war, die da so halbwegs zombie-mäßig ins Haus da gegangen ist. Ja, gut. Guten Tag. Will ich hier rein? Will ich das wirklich tun? Kann ich hier außerhalb noch irgendwas machen? Nö. Sind das etwa Voodoo-Puppen? Ja, würde ich behaupten. Okay, ich habe ein Brecheisen. Also theoretisch könnte ich mich wehren. Man muss es ja immer so sehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Was? Hoffentlich war das bloß der Wind. Ja, natürlich. Die Tür ist nicht abgeschlossen, aber der Riegel ist vorgeschoben. Ja, Mensch. Dann hier. Mach auf. Natürlich haben wir das Brecheisen jetzt nicht mehr. Das ist urplötzlich kaputt gegangen und ich habe keine Waffe mehr. Okay, dann nehmen wir den Gartenhandschuh, damit wir uns auch ja nicht unsere hübschen Fingerchen verletzen. Und ja, schön. Jetzt gehe ich mit links rein. Oh Gott, die steht da. Hallo? Ist jemand hier? Nein, du bist ganz alleine. Kann ich das Licht anmachen? Ja, nee, klar. Oh Mann. Okay. Was ist das? Bildfragment. Okay, alles klar. Ich bin alleine und es ist alles gut und dieser Ort scheint schon seit Jahren verlassen zu sein. Okay, hier ist irgend so ein komisches Teil, ein Augenemblem. Und mit einem Seil könnte ich das reparieren. Okay. Natürlich, sie will jetzt anfangen, hier noch sauber zu machen. Ich habe immer wieder den gleichen Traum gehabt, eine Art Krankenhaus. Überall Blut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich dort schon einmal war. Dieser Ort sieht sehr bekannt aus, aber ich war noch nie zuvor da. Das macht doch keinen Sinn. Das sieht wie eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester aus, genau wie in meinem Traum. Alles sehr seltsam. Ja, das ist wirklich alles sehr seltsam hier. Zugenagelt. Warum überrascht mich das nicht? Ja, warum hast du auch das Brecheisen nicht mehr, Mädel? Okay. Ja. Können wir nach links? Nein, wir können nicht nach links. Okay, alles klar. Dann gucken wir doch mal. Als erstes sollte ich die Treppe reparieren. Natürlich, klar. Mach's sauber, renovier. Wir spielen jetzt House Flippers, ne? Also so schlimm ist mein Anblick nun wirklich nicht. Was war das? Außer mir ist doch niemand hier. Bilde ich mir das alles ein? Ja. Aber du kannst es so sehen, Einbildung ist auch eine Bildung, nicht? Immerhin nicht alleine. Naja, gut, ich bin ganz ehrlich, in der Situation wäre ich, glaube ich, lieber alleine. Okay, hier kommen wir nicht hoch, also gehen wir erstmal in den Raum. Hier hatte jemand ganz harte Aggression. Ein Metallgriff eignet sich hervorragend, wenn man durch einen Stromschlag getötet werden möchte. Ja, warum nicht, Mann? Dann ist Game Over, dann ist das Spiel vorbei und es war eine kurze Runde. Dies könnte ich sicherlich mit einem dünnen Gegenstand öffnen. Also wir haben jetzt die Bildfragmente und dieses Augenemblem. Mal gucken, ob wir das irgendwo hier finden. Okay, da ist hinter dem Glas ist ein Schraubenschlüssel. Warum tut jemand sowas? Aber ich frage schon wieder Sachen. Geschweige denn diese Geräusche, die machen mich ein bisschen uschig. Okay, ja, Sammlerstücke achte ich jetzt nicht so drauf. Das ist der Briefträger. Wunderschön, dass wir ihn gefunden haben. Ich freue mich sehr. Aber nein. So. Warum? Ach so. Diese Flasche ist zu schmutzig. Okay. Das kann ich einfach aufreißen. Das ist sehr schön. Das ist ein Sieb. Okay. Ein Pinsel. Am sichersten wäre es, das Glas zu zerbrechen.
Okay, hier könnte ich vielleicht mit dem Sieb was raussieben. Was darunter etwas Scharfes ist. Ich sollte besser einen Pinsel benutzen. Okay, meine Güte. Was quasseln die da und flüstern da? Okay, jetzt werden wir ein bisschen rabiater. Und da kann sie natürlich so reinfassen, ne? Ich wette, dass der Schlüssel irgendwo in der Nähe ist. Ich sollte zuerst die fehlenden drei Schrauben finden. Oh mein Gott, okay. Kann ich damit die Flasche sauber machen? Ja, kann ich. Gut. Da sind die Schrauben. Dann nehmen wir den Hammer. Den haben wir ja Gott sei Dank noch. So. Ja, natürlich. Dann sieben wir das. Meine Güte. Die ist aber auch echt pingelig. So. Oh, kann die... Oh Gott, die Puppe hat sich bewegt. Ich hasse es. Okay, hier haben wir den Schlüssel. Und was haben wir da jetzt Schickes drin? Dies könnte nützlich sein. Okay, ein Lineal. So, hier, was habe ich noch? Den Hammer habe ich natürlich wieder nicht. Kann ich hier... Ja, geil, das geht sogar. Hier hat seit Jahren niemand Staub gewischt. Ist sie so ein kleiner Monk? Ist doch shit egal, oder? Kann ich hier irgendwas verschieben? Ich kann ein Teppichmesser nehmen, okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Hier ist nichts zu tun. Ja, ich möchte das gerne lesen. Was zum... Kann... They are... Oh Gott, ich kann es echt nicht... Was steht da? Me? They... My... So. Ja, wieso ist hier überhaupt Strom und wer bezahlt den? Ja, das frage ich mich halt auch. Wenn die Musik so laut wird zwischendurch, kann man dich nicht so gut hören. Vielleicht solltest du dich noch ein bisschen lauter stellen. They are watching me. They know all my secrets, steht da. Dankeschön. Ja. Okay, alles klar. Dann stelle ich mich nochmal lauter. So. Okay. Alles klar. Weiter. Ich weiß aber nicht. Ah, okay. Kann ich hier irgendwas aufschneiden? Auf keinen Fall hat hier jemand in den... Hä? Das ist mir doch jetzt egal. Okay. Ich geh mal zurück, bevor ich in die Küche gehe. Wuff, was brauchte ich da nochmal? Komm, mach mit dem Teppichmesser. Hätte ja klappen können. Okay, alles klar. Dann gehen wir in die Küche, weil wir haben Hunger. Auf der Karte kannst du deinen momentanen Standort sehen und schnell zu anderen Standorten reisen. Das ist ja nice. Wie komme ich zur Karte? Wo ist die Karte? Bei der Puppe? Oh, nee. Es ist zu dunkel. Ich brauche etwas Licht. Ja, bitteschön. Ja, gut, Mensch. Gut, dass wir eine Sicherung gleich haben. Hat man natürlich immer dabei. Ich sollte natürlich erstmal die kaputte rausnehmen. So. Was? Das würde sicherlich ein... Warum? So, besser? Oder müssen alle leuchten? Moment, ich guck mal. Ja, okay, es müssen alle leuchten. Das wird jetzt Try and Error werden, das kann ich euch jetzt schon verraten. Also der... Ja gut, das ging ja schnell. Da bin ich ja erleichtert. So, jetzt aber.
Dieses Geflüster macht mich irgendwie wahnsinnig. Und was ist hier, was ist hier los? Dark Falls Asylum. You are now being connected to the next available representative. Please hold. So sad you didn't come see us. I guess we'll have to come see you now. Dark Falls Heilanstalt, das ist der Ort aus meinem Albtraum. Ja, toll. Super, ich bin begeistert. Okay, zwei brauchen wir noch. Mach den Abwasch. Ja, hi Erdnuggel. Ja, vielen Dank. Ich soll den Abwasch machen. Nein, da ist mit Sicherheit eine super Ausstattung in der Küche. Da bin ich mir mit großer... Ich habe gerade irgendwas gehört, das... ganz schön gesichert und sie hat sich auch eben noch, die Klinke hat sich eben noch bewegt. Eine Baulampe, die verbraucht ganz schön viel Energie. Was ist das für eine Info? Okay. Diese Flecken lassen mein Blut in den Adern gefrieren. Also ich habe wirklich Angst, dass mir gleich was entgegenkommt, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich habe es gelesen. Nette Geschichte, leider viel zu kurz. Wir sammeln hier jetzt 50.000. Sämtliche Messer fehlen. Hoffentlich hat das nichts zu bedeuten. Wir sammeln hier jetzt 50.000 Sachen ein. Hier haben wir noch ein Brett. Sehr schön. Oh geil, ich kann alles auch machen. Das mache ich auch. Sämtliche Messer fehlen. Naja, Gabeln kannst du auch. Wieso? Hä? Hier ist doch ein Messer. Hä? Leute, seht ihr das? Das sind doch Messer. Ja. Oh, sehr schön. Machen wir die mal schnell zu, sonst kriegt sie die Krise. Okay. Dann machen wir halt mal auf, ne? Mal gucken, was da so Leckeres drin ist, nicht? Eine Glühbirne. In einen Eierkarton. Hinterfrage ich jetzt mal nicht, oder? Oh, da steht Dahlia. Wo stand Dahlia? Ah, da. Da ist mein Name. Aber wer ist Dahlia? Ich glaube, da möchte jemand ganz, ganz dringend mit uns kommunizieren. Verrostet. Okay. Ich habe jetzt wieder hier... Was ist das? Schlangenemblem. Also ich habe zwei Embleme. Bildfragment. Schwarzlicht. Ah, okay, wegen der Baulampe, ne? Wie komme ich jetzt hier... da komme ich zurück. Okay, ich versuche das erstmal mit der Glühbirne hier. Und... Wie, das klappt nicht. Warum ist hier eine Baulampe? Eine Baulampe, die verbraucht ganz schön viel Energie. Ja, schön. Ich möchte das aber verbinden. Warum geht das nicht? Ich habe gedacht, mit den Gummihandschuhen kann ich das jetzt so zusammenfriemeln. Okay, das ist nur die Baulampe. Gut, dann gehen wir in die Küche zurück. Eine bizarre Truhe. Ein Arm scheint jedoch zu fehlen. Okay, und jetzt kriegen wir einen Bleistift. Sehr schön. Bis sie ihr Testament schreiben. Hier kommen wir nur dahin. Dann gehen wir mal weiter. Hier fängt es auch schon an zu gammeln. Ja, das mit der Jong haben wir leider noch nicht. Ein Bild von meiner Schwester und mir. Wenn sie immer an mich gedacht hat, warum hat sie mich denn nicht kontaktiert? Du fehlst mir so sehr, Holly. Okay. Die Griffe fehlen. Meine Güte, mach kaputt, Alte. Nägel. Okay. Also es wird hier wirklich... Das Schloss ist völlig verrostet und lässt sich nicht bewegen.
Nichts Interessantes. Okay, wir haben hier aber das letzte Brett. Nägel. Jetzt brauchen wir nur einen Hammer, damit wir die Treppe hochkommen. Was ist hier los? Selbst der Abtauknopf ist zugefroren. Sehr hilfreich. Oh, Leute, da könnte ich euch was sagen. Bei mir in meinem Kühlschrank sieht es halt nicht viel besser aus. Jetzt den Gefrierschrank auszuschalten würde nicht helfen. Es würde Tage dauern, bis alles Eis abgetaut ist. Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Wir haben noch Zeit, Mensch. Okay. Den Code haben wir leider noch nicht. Und was ist das hier? Es sieht sehr... Das ist kein Blut, das ist irgendein Wein. Da bin ich mir ganz sicher. Außer mir ist noch jemand anderes in diesem Haus. Ich bin doch nicht verrückt. Gegenstände befinden sich an einer anderen Stelle, wenn ich einen Raum erneut betrete. Ich höre Schritte und gestern habe ich es im Flur gesehen. Ich habe etwas gefunden, das eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester ist. Hat sie auch dieses seltsame Mädchen gesehen? Ich weiß, dass ich jemanden gesehen habe. Ach schön, jetzt kommt sie erst darauf, dass sie jemanden gesehen hat, der ins Haus gegangen ist. Das ist ja toll. Das ist wohl Blut. Nein, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das ist kein Blut. Vielleicht befindet sich etwas darin. Leider kann ich nichts erkennen. Naja, was soll sich im Blut schon befinden, ne? Ich verabschiede mich, muss schlafen gehen. Viel Spaß noch. Ja, vielen Dank, Sarina. Danke, dass du zugeschaut hast. Und wenn du magst, kannst du ja zu Ende gucken, wenn du Zeit hast, auf jeden Fall. Verrostet und kaputt. Leider kann ich die Tür nicht eintreten. Okay, alles klar. Kein Problem. Kann ich hier irgendwas machen? Oder komme ich... Nein, ich komme nur dann dahin. Ich möchte zurück. Vielen Dank. Okay, ich brauche einen Hammer. Geschweige denn, wofür brauche ich einen Bleistift? Hier. Warum ich das gemacht habe, fragt mich nicht. So, kann ich die Bretter wenigstens schon darauf legen? Das kann ich schon mal machen. Sehr schön, dann ist mein Inventar schon ein bisschen näher. Die Nägel, sehr schön. Ja, reicht. Wenn du vorsichtig rübertrittst, geht das. Aber vielleicht für Donna Clara leider nicht. Ach so, kann ich... Ja, das kann ich machen. Das könnte ich machen. Was war das? Hinter mir? Das war heftig. Boah, war das heftig, ey. Leute, wow. Es war wirklich sehr heftig. Es hat mich wirklich sehr erschrocken. Okay, dann nehmen wir mal den Hammer und ja. Schau mal, was uns oben erwartet. Vielleicht kriegen wir ja eine Umarmung von der Tante. Okay, jetzt kriege ich noch ein Emblem. Ich erinnere mich an dieses Bild. Großvater hat es aufgenommen. Moment mal, in dem Haus kann niemand anders gewesen sein. Aber wer steht da am Fenster? Mutter schloss die Tür zum zweiten Stock immer ab. Wir durften nicht nach oben gehen. Aha! Vielleicht ist das Dahlia. Dahlia ist das uneheliche Kind. Meine Schwester war wie besessen von Büchern über paranormale Aktivitäten, Rituale und Dämonen. Doch sie hat sich nicht nur mit dem Thema beschäftigt, ihr ganzes Haus ist voll mit Amuletten und anderen Talismanen. Männern. Ja, manchmal habe ich echt Probleme zu lesen, es tut mir leid. Ich glaube, sie war nicht sicher, vor was sie sich schützen wollte, denn die Amulette sind alle sehr vielseitig. Okay? Naja, man kann sich vor allen schützen. Etwas blockiert die Tür von innen. Naja, vielleicht hält da auch jemand zu. Okay, wir können auch noch raus. Wow. Ah, okay. Kann ich hier das... Geht das? Nein. Geht das hier? Ja, sehr schön. Eine Taschenlampe.
Die geht natürlich bestimmt nicht. Da fehlen bestimmt noch Batterien. Da könnte ich mein Moos drauf verwetten. Okay, den Code haben wir nicht. Naja, gut. Und den Safe kriegen wir jetzt auch nicht so schnell auf. Das Fenster wurde zugenagelt. Das macht doch keinen Sinn. Das Haus sieht verlassen aus, aber warum sind noch alle Lichter an? Ja, die Olle, die hier rumkreucht und fleucht, die braucht da ja halt ein bisschen Licht, ne? Okay, junge Holly. Okay, ja, blabliblub ist ein Sammelgegenstand, wie gesagt. Wenn ich eins finde, dann freut mich das. Da ist noch etwas, ja. Nimm den Bleistift. Sie ist wirklich sehr pingelig. Kann sie da nicht... Da, hier sind doch noch nicht mal Dornen. Aber sie will's nicht. Aber gut. Dann gehen wir mal raus. Ah, okay, alles klar. Das setzen wir rein. Zeigt er mir das wieder so schön an, wenn das richtig ist? Ah! Es sieht irgendwie alles falsch aus. Sieht das richtig aus? Nein. Okay, der scheint mir sehr einfach zu sein. Oder kann ich die noch... Oh nein. Ich kann die halt noch tauschen. Okay. Alles klar. Deswegen sah es auch nicht so richtig aus. Müssen wir die tauschen? Ja. Müssen wir. So, was kriege ich jetzt? Was Schönes. Eine Batterie. Gut. Okay. Ich habe eigentlich an was anderes gedacht, aber okay. Dann kriegen wir halt eine Batterie. Okay. Das muss ich mir aufmalen. Erdnuggel, wie lange streame ich noch? Ich weiß gar nicht. Ja. Also ich streame jetzt so 40 Minuten. Ich denke mal, so ein Stündchen wollte ich machen. Ich mal jetzt hier kurz mal ein bisschen. Das ist so eine komische 5, so ein U, so ein komisches G und ein P und ein Z. So, passt schon. Jetzt ist die Frage, wo war das? War das hier? Nein, da war es nicht. Oh Gott, wo war das? Ich habe es vergessen. Wirklich. Das war das mit dem Verrosteten. Hier war das mit den Sternen. Hier brauchen wir den Arm. Warum würde jemand die Tür zum eigenen Keller verbarrikadieren? Naja, vielleicht haben wir da so nicht so einen netten Untermieter. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr. Mach kaputt. Ich weiß halt nicht mehr, wo dieses komische Schloss war. Hier war das. Okay. Toll, ich hätte es mir gar nicht aufmalen brauchen. Das war super. Kann ich die...
fehlt. Vielleicht kann ich es irgendwie öffnen. Okay. Gucken mal. Mit einer Nagelfeile. Ein Gewicht. Auf die Waage. Jetzt haben wir Streichhölzer. Hier haben wir einen Brief, einen Umschlag. Eine sichere Oberfläche, um etwas zu verbrennen. Okay, dann tun wir den Umschlag. Ich brauche einen Flaschenöffner. Okay, einen Flaschenöffner. Ich sollte den Schlüssel suchen. Ist hier außerhalb noch irgendwas? Vielleicht ist der Schlüssel da drin. Könnte ja auch sein. Verbrennen wir mal einfach. Okay. Ja. Natürlich. Wenig Wasser rüber. Aber wo ist denn der Flaschenöffner? Das ist ja gemein gewesen. Okay. So. Und jetzt Wasser drauf. So, jetzt möchte ich aber was Schönes haben. Ich brauche nur ein Stück des Seils. Warum? Nimm doch alles, was du kriegen kannst. Wieso brauchst du nur ein Stück? Ich hinterfrage sehr viel. Sollte das jetzt erschreckend sein? Ich frag nur mal so für einen Freund. Also das fand selbst ich lustig. So, ja, ein Stück Seil. Wofür wir das jetzt nutzen, keine Ahnung. Bin noch auf Arbeit, mach mich aber langsam auf dem Heimweg. Ja, alles klar. Erdnugel, pass auf dich auf, ne? Mach schön langsam und vorsichtig, ne? Wenn du dich auf dem Heimweg da begibst. Hier gibt es im Moment nichts zu tun. Das ist doch auch mal schön. Ich weiß aber immer noch nicht, wofür brauche ich jetzt das Seil. Geschweige denn diese komische Truhe da. Die muss ich ja auch irgendwie noch enteisen, hätte ich beinahe gesagt. Seil daran bin. Nein. Okay. Das würde halt wirklich nichts bringen. Ich weiß halt nicht, wo habe ich die Zeichnung schon gesehen? Das weiß ich doch nicht. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Also ich habe es ehrlich gesagt wirklich nicht gesehen. Okay. Ja. Ich brauche irgendwas, um den Rost hier wegzukriegen. Ich möchte nichts beschädigen. Also ganz ehrlich, Mädel, ob das jetzt noch auffällt oder... Keine Ahnung. Aber gut, kann ich hier noch was machen? Ich gehe jetzt Spinnenweben. Oh Gott. Ich muss die Spinnenweben beseitigen. Hoffentlich steht da keine 10 Jahre alte Milchflasche drin. Okay. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber ich mache jetzt erstmal wieder hier zu. Ja. Dass sämtliche Messer fehlen, das weiß ich. Kann ich Licht ausmachen? An diesem gruseligen Ort schalte ich sicherlich nicht das Licht aus. Doch, natürlich. Wenn du nichts siehst, dann passiert auch nichts. Wir gehen mal nochmal hier hin. Hat sich hier irgendwas geändert? Geschweige denn, wofür brauche ich...
wofür brauche ich diesen Quatsch hier? Das habe ich halt überhaupt noch nicht gesehen. Moment, da war was auf dem Boden. Oder ich gehe nochmal hier. Das kann man nicht mehr reparieren. Warum würde jemand so etwas tun? Oder machen? Ja. Naja, Fernsehprogramm war scheiße, wa? Es gibt hier im Moment nichts zu tun. Okay. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, aber ich mach mal. Ja. Mit dem Seil soll ich was machen. Aber was? Was soll ich denn mit dem Seil machen? Ich habe keine Ahnung. Sagst du mir noch was? Steht irgendwas auf der Karte? Habe ich hier was übersehen? Oh, ich habe was übersehen. Jetzt echt? Okay. Ich brauche einen Schraubenschlüssel, um sie zu entfernen. Hatten wir nicht? Nö, natürlich haben wir ihn nicht mehr. Okay. So. Hier muss ich hin. Also manchmal ist das ein bisschen doof hier. So. Einmal wieder 5 Euro für die Animation. Nutzlos. Mit einem Dollar kann man sich heutzutage noch nicht mal einen Kaffee kaufen. Naja, kommt drauf an. Wenn du gute Connection hast, dann kriegst du dafür vielleicht doch einen Kaffee. Ob er schmeckt, ist die zweite Frage. So. Kann ich das Blut damit aufwischen? Geschweige denn? Wieso? Natürlich, er ist trocken. Er ist trocken. Ich weiß immer noch nicht. Okay, ich gehe mal hier rüber. Irgendwas soll ich hier mit... Ich soll ihn bestimmt einfach, ganz einfach nass machen, oder? Natürlich. Ich habe einfach nicht so einfach gedacht. Okay, mach mich auf den Weg. Jo, alles klar. Mach dich mal auf den Weg. Ich könnte auch einfach über die Karte gehen, aber... Gut. Was? Wieso klappt das so nicht? Oh, braucht die Alte noch Seife? Die ist ja schon komisch. Oder ich muss erstmal das damit sauber machen, ne? Okay. 1723. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Bei dem Bild hat sie eben gesagt, das habe ich irgendwo gesehen. Eben war es noch dreckig. Sie konnte gar nichts sehen. Ach Gott, meine Güte. 1723. Okay. 1723. Dann schauen wir doch mal. Wo war das Ding nochmal? Hier, ne? Von oben? Ich probiere mal von oben. Oh, ja, da war die 1. Entschuldigung. 5, 6, 7, 8. 1, 7, 2, 3. Okay, jetzt aber bitte was Nützliches. Mit bloßen Händen kann ich dies nicht öffnen. Warum will sie jetzt den Staubsauger öffnen? Okay. Gut. Dann gucke ich nochmal auf der Karte. Hier ist jetzt... Da war ich. Gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier noch? Ach so. Ja, Moment. Genau. Da war ja was. Sie wollte ja sauber machen. Die Spinne lässt sie aber leben. Das ist doch sehr nett von ihr. Okay. Dann
werde ich mich mal mit der Karte ein bisschen bewegen. Weil so kennen wir ja die ganzen Räume schon und sind sie abgegangen. Und natürlich muss ich alle 4 Schrauben wieder einzeln lösen. Eine Pferdekutsche. Wozu brauche ich jetzt eine Pferdekutsche? Kann ich das hier ein bisschen wegmachen? Okay, dann wird es aber nicht mehr funktionieren. Aber mir wird ja gerade gar nichts kartentechnisch angezeigt. Und es sind hier nur noch Aktionen verfügbar. Kann ich mit dem Schraubenzieher das öffnen? Nein. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Natürlich habe ich was übersehen. Okay, dann gehen wir mal zu dieser komischen Uhr. Anders. Da. Was? Ich versuche es besser anders? Ich brauche einen speziellen Schlüssel. Oh mein Gott. Ich will die ganze Zeit jetzt die Schlüssel nehmen. Bleistift bringt nichts. Ich probiere jetzt alles aus. Das ist zwar purer Schwachsinn. Sag mal. Hä? Oh, ich muss wirklich direkt auf die Schraube. Ja, okay. Natürlich. Ah, Gott, oh Gott. Lass mich bloß hier aus dem Irrenhaus raus. Natürlich erstmal nur auf die Terrasse. Super. Und damit können wir was? Rost wegmachen? Okay, ich darf puzzeln. Das finde ich doch schön. So. Fangen wir mal erstmal hier so mit den Rand an. Entschuldigung. So. So. Warum passt das nicht? Warum passt das nicht? Jetzt passt das. Nein, das passt nicht. Ich wollte gerade sagen, das passt doch auf jeden Fall safe. Wo ist das andere Popelstück? Ach, ich habe das so nicht richtig reingemacht. Okay. Was bringt mir das jetzt? Was hat mir das jetzt gebracht? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Anscheinend schon. Okay, das muss ich, glaube ich, immer noch wegwischen. Aber ich kann hier jetzt erstmal das da wegschnibbeln. Was kriege ich? Brunnenkurbel. Ich habe noch nicht mal einen Brunnen gesehen. Hier
scheint noch irgendwas zu sein, was ich wieder nicht gesehen habe. Ich muss die Blätter entfernen. Ja, mach weg. Feuerzeugbenzin. Kann ich damit nicht irgendwie einen Rost wegmachen oder so? Ah, hier ist noch was. Jetzt habe ich einen Brunnen gesehen. Ein Fernglas zum Bespannern. Die Kurbel... Ja, Kurbel hoch. Das macht keinen Sinn. Als erstes muss ich den Eimer in den Brunnen werfen. Ja. Ich hätte fast vergessen, wo ich bin. Die Bäume, die sich im Wald hin und her bewegen, haben eine hypnotisierende Wirkung auf mich. Ich frage mich, wie Menschen so sorglos leben können und ihr Leben genießen. Ich möchte wissen, wie Holly lebt. Heather, tut mir wirklich leid. Sie war hier ganz alleine. Boah, würde ich auch wahnsinnig werden. Ist hier sonst noch irgendwas? Schon wieder? Da war doch jemand. Okay, gut, dass ich es nicht gesehen habe. Oder meint die Gute etwa... Der Vollmond sieht irgendwie bedrohlich aus. Ich glaube, sie meinte eben die Sequenz. Kann das sein? Ich glaube, ja. Viel zu dunkel, ich kann nichts erkennen. Ja, hier. Oh, die funktioniert sogar gleich. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das ist Heathers Lieblingsring. Allerdings steckt er fest. Ich brauche etwas, um ihn herauszuziehen. Ja, nimm den Bleistift. Warum nicht? Fernglas. Kann ich mit dem Fernglas gucken? Nein, kann ich nicht. Okay. Irgendwas scheine ich hier zu übersehen. Läuft da jemand? Was? Läuft etwas? Die macht mich uschig. Ich könnte schwören, dass ich jemanden gesehen habe. Nein, hast du nicht. Kann ich mit dem Uhrzeiger... Warum kann... Okay, Uhrenschlüssel. Ja, okay. Der Uhrenschlüssel. Und zack. Die Uhr funktioniert nicht mehr. Wenn ich die Zeit einstelle, wird sie für immer auf dieser Zeit stehen. Ich wähle am besten eine Zeit aus, die eine Bedeutung hat. Ja, die Bedeutung wissen wir leider noch nicht. So, dann können wir hier das aufmachen. Das geht natürlich so. Da brauche ich jetzt nicht direkt auf die Modern gehen. Das ist ja sehr schön. Aber was bringt mir das? Wo komme ich jetzt hin? Okay, erstmal kann ich Flecken entfernen. Super. Ja, das ist nicht so super. Er ist definitiv kaputt. Vielleicht kann ich ihn mit Hilfe der Gebrauchsanweisung reparieren. Vielleicht kann ich irgendwo eine Gebrauchsanweisung finden. Wieso will sie jetzt den Föhn reparieren? Hä? Okay, sie möchte den Föhn reparieren. Okay. Ich habe einen Magnet. Ich habe einen Stöpsel. Okay. Kann ich das, den Stöpsel da reinmachen? So, ich brauche die Drehdinger. Ist da etwas im Seifenstück? Kann ich irgendwie magnettechnisch irgendwas hier machen? Kann ich mit... Ja, gut. Kann ich die da reintun? Nein, kann ich nicht. Jetzt habe ich eine Kerze. Okay, die Kerze muss ich anmachen. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Ja, dafür brauche ich die Kerze. Alles klar. Kann ich das kombinieren? Okay, oder auch so.
So geht's natürlich auch. Sehr bedrohlich. Klebeband. Hier kann ich den Hahn umlegen. Zuerst sollte ich das undichte Rohr reparieren. Haben wir gemacht. So. Jetzt fehlt uns aber trotzdem immer noch. Irgendwas zum Durchschneiden. Vielleicht finde ich etwas, um das Seil durchzuschneiden. Ist hier nicht ein Rasierer? Oder irgendwas? Oder fehlt hier noch irgendwas? Ah. Was ist das? Alles klar. Ist doch egal, oder? Einfach rein. So, kann ich jetzt die Seife da rein tun? Die löst sich natürlich sofort auf. Ich angel nicht mit bloßen Händen nach einer Klinge. Warum das denn nicht? Die stellt sich an. Dies könnte nützlich sein. Gut, wenn sie das sagt. Hier fehlt die Pferdekutsche. Ja, bitteschön. Das haben wir. Oh nein. Woher soll ich das wissen? Ich hatte das Bild irgendwo, ne? Okay. Zweiter Punkt. Ich schreibe mir das mal auf. Ich vergesse es sonst. Also zweiter Punkt war ja richtig. Dritter Stern, erster Stern, zweiter Stern, erster Stern und die Kutsche ganz vorne. So, die Kutsche ganz vorne. Dritter, erster, zweiter und erster. Sehr schön. Jetzt haben wir den Stern. Und hier haben wir Feuerzeug. Da haben wir auch Feuerzeug beziehen. Jetzt haben wir Feuerzeug. Wunderschön. Oh! Es versteckt sich nicht mehr. Etwas stand in der Ecke des Wohnzimmers und beobachtete mich. Ich wagte es nicht, das Licht einzuschalten und ging nach oben. Doch es ist mir gefolgt. Die Bretter hinter mir knackten, aber ich konnte mich nicht umdrehen. Das sieht wie eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester aus. Ja, das ist die Donna Clara, die uns verfolgt, nicht? Oh mein Gott, jetzt ist hier viel passiert. Fleckenentferner. Ist das etwa ein menschlicher Zahn? Ja, den braucht sie. Dafür haben wir jetzt geputzt. Okay. Naja. Gut. Ich beschwimme mich ja nicht. So, Pinzette. Ich brauche irgendwas zum Rost entfernen. Ach ja, genau. Ich kann hier erstmal den Ring rausholen. Aber wofür ich den Ring jetzt brauche, keine Ahnung. Was können wir denn hier noch Schönes machen? Können wir hier noch was machen? Oh nee. Wo ist denn der Raum? Oh, den habe ich halt voll hart übersehen. Ja, Mensch. Das ist ein Ding. Meine Schwester hatte sich verbarrikadiert. Leider hat das nicht geholfen. Okay. Was ist das? Anti-Roche-Spray. Na, sehr schön. Die dunkle Passage führt nach unten. Okay. Wollen wir nachgucken? Okay. Wir gucken mal nach, was da ist. Ich hasse Puppen in Spielen, ich will das nicht. Okay, junge Heather, ich freue mich. Oh. Sehr schön.
Es will in das Schlafzimmer eindringen. Ich sah, wie sich der Griff bewegte. Ich traue mich nicht mehr raus. Hilfe, bitte hilf mir doch jemand. Ich habe diese Seite aus dem Tagebuch immer meiner Schwester... Meiner Schwester gefunden. Nicht in meiner Schwester. Wow, in meiner Schwester. Sie hat es in Eile in ihr Tagebuch gekritzelt. Irgendjemand muss ihr große Angst eingejagt haben, als er oder es versuchte, in ihr Schlafzimmer einzudringen. Litt sie etwa unter Wahnvorstellungen? Ja, wieso? Dann würdest du ja auch darunter leiden. Du hast die Olle doch auch gesehen. Okay, wir haben Rostentferner. Das benutzen wir auch gleich mal. Ganz schnell. Und zack, ist es auch gleich wieder ganz sauber. Was ist das? Die Gebrauchsanweisung. Ich darf jetzt einen Föhn reparieren. Wo war der Föhn? Der Föhn war hier. Oh my goodness. Der kommt nach oben. Der nach unten. Also hier habe ich halt keine Ahnung. Okay. Okay. Das Ding muss leuchten. Und das und das und das muss aus. Und hier kommt dieses komische Ding hin. Das kommt auf die dritte Stelle. Das kommt in die Mitte. Okay, der will da nicht rein. Dann da rein eben. Okay. Mensch, ich habe Föhn repariert. Mensch, ich bin genial. Wofür ich jetzt den Föhn brauche? Keine Ahnung. Oh, Moment. Bevor ich die Karte benutze. Warum glitzert das hier noch? Okay. Was konnte ich hier denn noch machen? Nichts mehr Interessantes. Aber irgendwas kann ich ja auch hier noch machen. Ah, echt jetzt? Okay, doch nicht. Schade. Ich dachte, sie steht jetzt da mit dem Föhn. Aber hier ist doch nichts mehr. Was ist das? Da glitzert was in den Bäumen. Fernglas. Sie schon wieder. Warum folgt mir jemand auf Schritt und Tritt? Ja, das weiß ich halt auch nicht. Aber es ist 7:15. Okay, dann stellen wir die Uhr mal auf 7:15. Ach, das macht sie automatisch. Das ist doch sehr schön. Okay, 7 Schädel brauchen wir noch. Wenn ich das fehlende Emblem finde, kann ich sicherlich den Deckel entfernen. Okay, alles klar. Schau mal, was ich hier noch habe. Aber warum sagt sie... Ich mach mal. Haben wir einen Schlüssel? Geschweige denn, wo das... Ja, wir haben Tresorschlüssel. Ja. Okay, wir haben Tresorschlüssel. Und wo ist der Bleistift? Ich brauche den Bleistift. So. Ach so. Mhm. Bei 99% wieder auf. Was hat mir das jetzt gebracht? Hm, die Zeichnung könnte ein Hinweis sein. Ach so, bestimmt wegen der einen Truhe, oder? Dieser Schatulle, besser gesagt. Wo war dieses Sternmedaillon-Ding?
geschweige denn, warum kann ich hier was... Die Griffe. Ja. Der Griff fehlt hier noch. Ich gehe nochmal zurück. Was sagt die Gude denn? Da rein. Gut. Und jetzt? Sie möchte, dass ich hier was mache. Der Eimer steckt fest, ja. Hä? Wollte ich das nicht machen? Habe ich das nicht ausprobiert? Mir war so, als hätte ich das ausprobiert. Oh. Gott. Gut. Sehr schön. Dann gehen wir mal zum Brunnen ganz schnell. Machen den Eimer fest. Das macht keinen Sinn. Als erstes muss ich den Eimer in den Brunnen werfen. Na, mach doch. So, und jetzt habe ich einen Anhänger. Diese Anhänger hat Mutter Heather gegeben. Warum lag er im Brunnen und warum habe ich genau dort nach etwas gesucht? Tja. Das weiß keiner. Ah, ja genau. Da war das. Ja. Okay. Ich habe schon wieder einen Flaschenöffner. Wie kann es sein, dass die Kerzen immer noch brennen? Tja, wurden gerade angemacht, würde ich sagen. Sie versteht mich. Sie wird mir helfen, Rache zu nehmen. Bevor ich sie fand, war ich so alleine. Was hat das zu bedeuten? Heather, es tut mir wirklich leid, dass du das alles alleine durchstehen musst. Ja, das ist wirklich... Okay, Moment. Zahn. Ein Herz. Ich wollte den Ring für die Hand. Ring. Okay, Auge und so habe ich noch nichts. Leider noch nicht. Ich tippe nochmal auf die Gude. Ah, okay. Ja, gut, welche? Ja, okay, da ist halt einer drin. Das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Oh, sie ist kaputt, sie ist erschöpft. Ich krieg keinen Wind mehr. Aber Gott sei Dank konnte ich mir das noch merken. Jetzt habe ich eine Hake. Okay, eine Hake. Ah ja, die Blätter. Die Blätter, genau. Die Blätter. Dass man das ein bisschen mit den Füßen wegschiebt. Nein. Das geht nicht. Okay. Dann müssen wir in die Küche. Dann kommt der Arm hier hin. So. Ich muss jetzt wissen, wie die Gude aussah. Der eine so angewinkelt und der so nach unten. Okay, sie macht die Matte. Schade, dass sie das nicht daneben legt. So. Okay, Moment, stopp. Das ist sehr angewinkelt. Irgendwas scheint hier noch nicht zu stimmen. Das ist ganz unten. Das ist richtig. Das ist so schräg. Das ist schon zu viel. Kann ich noch was mit dem Gesicht machen? Nee. Die Hand hier ist noch ein bisschen schräg. Stimmt hier noch nicht. Also für mich sieht das jetzt voll richtig aus. Würde ich behaupten. Wähle die richtige Position.
Position, ja, das habe ich schon verstanden. War doch aber richtig, der guckt nach unten. Das ist safe richtig gewesen. So. Dann so ein bisschen nach vorne. Und die Hand. Das ist jetzt richtig. So, was ist jetzt mit den anderen? Ja. Der ist so blöd angewinkelt. Aber okay. Hust. Naja, fast. Fast. Eine Brille. Für die Augen eine Brille. Aber ich habe keine Haare. Ah, kann ich hier... Ja, alles klar. Was ist das? Plastikbeutel? Hatte ich... Oh nein. Muss ich hier irgendwie Haare suchen? Könnte es sich hierbei um das Haar meiner Schwester handeln? Ich muss das irgendwo reintun. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass mich da was aus dem Loch reinzieht. Okay, hier sind die Haare. Und jetzt... Jetzt fallen alle runter. Was? Okay. 8 Schlüssel. Jetzt habe ich den ganzen Schlüsselbund. Okay, war hier noch was? Oh nein, ich habe den ganzen Schlüsselbund. Nein. Nein. Okay, ja, sie macht schon die Klinke. Okay, ich guck gerade mal. Ja, ich streame jetzt schon über eine Stunde, aber gut. Ich mach das jetzt noch auf. Gut. Die Tür ist schon seit Jahren verschlossen und trotzdem brennen die Kerzen. Ja. Das ist richtig. Thank you.
Tatsächlich passiert? Nein, da ist gar nichts passiert. Und jetzt kann ich nichts hier mehr machen? Was ist das? Sie sagt nichts. Da gehe ich sicherlich nicht runter, es ist viel zu dunkel. Vorher bist du auch runtergegangen. Okay. Feuerzeug, hier bitte. Machen wir an. Jetzt kannst du runter. Oh Gott. Hallo? The police told me my sister had been dead for years. They asked me if I'd noticed anything. I lied. We used to spend all our time there. What was she trying to tell me? Schwester ist tot. Und wer hat uns bitte geschrieben? Das ist die Frage. Okay. Aber ich würde sagen, ich gucke mal ganz schnell. Ja. Ich hoffe, er speichert da jetzt automatisch. Wenn nicht, wäre natürlich traurig, aber ich denke mal schon. Und ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Stream. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich werde mal gucken, wann ich das nächste Mal weiter streame. Und dann werde ich auf jeden Fall das weiter streamen. Von der Story her ist es, ja, ist teilweise lustig. Ja, aber auch interessant. Ich bin mal gespannt, wer Dahlia ist und wer ihr da geschrieben hat. Aber wie gesagt, ich beende jetzt hier diesen Stream. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Also, schönen Abend euch noch. Macht's gut. Tschüss.